Weiter geht's mit Pokémon Blau, aber ich bin nicht alleine. Ich habe euch einen Gast versprochen, das ist die liebe Dan Goku Hentai. Hentai? Moin moin! Ja, er ist dann, heißt das übrigens dann Dan Doku Hentai. Ach Doku, jetzt gehst du schon in die Doku-Reihe über. wir machen jetzt eine Pokémon-Doku hier, genau. Ja genau, Pokémon-Doku. So sehen wir uns aus. Also ich habe mal kurz ihm mein Team gezeigt, ich habe quasi... Ja, das war clever. Das war sehr clever, bringt nur Erfahrungspunkte, die wir natürlich mitnehmen. Ja, beim letzten Mal, was habe ich beim letzten Mal gemacht? Genau, haben wir die Safari-Zone gemacht. Da kannst du auch ein paar Storys zu erzählen. Ne? Safari-Zone? Ja. Kangama? Deine Maus ist im Bild. Hier ist nicht mehr. Ja, aber die bin ich mit aufgenommen, von daher. Ja, Safari-Zone. Ich habe im Pokémon Gelb ja trainiert gehabt, weil zwei Kollegen vorbeigekommen sind, die auch auf YouTube früher aktiv waren. Und der eine, der Colin, der hat auch Pokémon Blau runtergeladen über den Nintendo Store. Ach, und ich habe Gelb und Rot runtergeladen. Und ja, dann wollten wir ein Battle machen und ich habe ein Team zusammengestellt und habe dann gesagt, okay, kommst du bis zur Safari-Zone und kannst dann mal gucken, wie weit du dein Team noch trainieren kannst und was du noch so an TMs und VMs und alles mit reinballern kannst. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin in der Safari-Zone gewesen. Mir kam Kangama entgegen und wie man das aus der ersten Generation kennt, eigentlich so, ach scheiße, Kangama rennt sowieso weg, das kannst du vergessen. Schmeiß da einfach mal einen Safari-Ball drauf, guckst einfach mal, was passiert. Und dann, klack, klack, peng, drin geblieben. Da ich gedacht, okay, dann versuch's gleich nochmal, noch ein Kangama aufgetaucht, auch beim ersten Ball wieder drin geblieben. Habe ich dann den guten Colin geschenkt. Und mit Tauros genau dasselbe, Ball draufgeschmissen, gefangen. Da habe ich noch einen Sichler und einen Pinsel getroffen, aber die wollten nicht und Chanera wollte auch nicht. Ja, bei mir war mit Chanera richtig Glück, das sieht man ja bei mir dann. Erstmal hier die beiden Attacken umtauschen. Warum hast du die jetzt so im Team? Warum ich die so im Team habe? Weil ich habe mir natürlich überlegt, ich brauche natürlich ein starkes Team. Du kennst ja Stadium, glaube ich, auch, oder? Ja, klar. Stadium, wo du da ja die Arena-Leiterburg machen musst, vor allem auch, oder diese Cups sind ja noch viel, viel schlimmer, finde ich teilweise, als diese Arena-Burg. Und du, ich habe die Cups und alles schon die erste Runde durch. Ich habe ja Pokémon Stadium auf der N64 hier. Und hab die erste Runde schon durchgeballert. Ich habe eine Pokémon Blau Edition hier rumliegen und hab mir da ein Team zusammengestellt und dann immer schön gespeichert im Spiel. Ja. Na gut, die erste Runde, aber die zweite Runde hast du auch noch nie gemacht, oder? Die habe ich angefangen gehabt, aber nicht weitergespielt, weil der Controller kaputt gegangen ist. Okay. Aber die zweite ist doch, glaube ich, deutlich schwerer als die erste, oder? Ja, viel schwerer. Ich bin auch froh, dass ich mein Team von Pokémon Blau da drauf habe. Ansonsten wäre das beinahe mit den Team-Pokémon, die man da im Spiel kriegt, kann man das schaffen. Aber ich finde, so ein eigenes Team ist immer was anderes, weil du selber die Attacken aussuchen kannst. Weil die meisten hohen Pokémon, nehmen wir mal Nidoking, der hat da bei Pokémon Stadium Scheißattacken und du kannst ihn dann im Spiel selber so gute Attacken beibringen, dass der da wirklich rocken kann. Richtig, ne? Zum Beispiel kannst du auf Erdbeben drauf spielen, weil das hast du ja bei Stadium einfach nicht. Die Leib-Pokémon, damit kannst du es schon schaffen, ja, davon bin ich auch überzeugt, aber ist schwierig. Sehr schwierig. Ach, gegen den habe ich schon gekämpft, okay. Ich würde sagen, wir fahren mal hier unten lang, oder? Mhm. Wenn man eine Maßnahme so ging, die habe ich auch noch nicht gekämpft. Ab hier bin ich jeden Trainer ausgewichen, weil ich habe mir so gedacht, wenn du die Trainer jetzt machst, fehlt dir ja Training für die anderen Pokémon, die du ja auch noch in deinem Team haben möchtest. Das stimmt. Deswegen, du kannst ja ab hier eigentlich jeden Trainer eigentlich ausweichen. Und das hat sich halt so richtig angeboten. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Stami spiele ich ja gerne mit Eisstrahl, Donnerblitz, Genesung und Psychokinese. Das ist mein kleines Mini-Mewtwo mit dem Wassertyp. Okay, also du spielst mit Genesung. Ich habe überlegt, ob ich mit Genesung spiele oder ohne. Ich habe mich eigentlich eher dafür ohne entschieden. Deswegen habe ich noch Surfer drauf, wie du ja unschwer erkennen kannst. Ja. Weil Surfer und Psychokinese sind ja beide Step-Attacken. Ja. Mit einer guten Stärke. Von daher wollte ich da eigentlich auf jeden Fall nicht verzichten. Und jetzt, die Verteidigung von Starmie ist nicht so Bombe. Ja, die spezielle Verteidigung ist dafür gut, ne? Ja, die ist gut, aber sonst... Ja gut, es hat eigentlich nur zwei Schwächen, weil Psycho war ja in der ersten Gen richtig überpowered. Ja, richtig überpowered, stimmt. Weil eine wirklich starke Gegenverteidigung gab es in diesem eigentlich nur bei der Nadelrakete und das war auf Blitzer meistens. Wirklich richtig. Nur gefährlich, aber sonst eigentlich sehr, sehr wenig. Oder auch Geistattacken. Geisterattacken. Da gab es nur eine wirklich. Nachtnebel und Schlecker. Genau, Schlecker. Hauptsächlich Schlecker. Weil Nachtnebel macht ja fixen Schaden. Genauso wie zum Beispiel Geowurf. Zum Beispiel Nachtnebel wirkt ja auch gegen Normal-Pokémon in der ersten Gen. Genauso wie Geowurf auch gegen Geist-Pokémon wirkt. Also komplett unlogisch. Ja, irgendwie total Banane. Oder wenn du ein Erdbeben auf einen
Pokémon hast, was Schaufeln sitzt, funktioniert auch nicht. Kurios, aber war. Ja. Wusstest du aber, dass Geistattacken sind eigentlich sehr effektiv gegen Psycho, ne? In der ersten Generation, wenn du eine Geistattacke gegen Psycho machst, dann steht da, blieb unversehrt. Gegen wen zum Beispiel? Geist gegen? Also sagen wir mal, du hast einen Gengar mit Nachtnebel und mit Schlecker und setzt das gegen Simsala ein. Dann würde da nicht stehen, sehr effektiv, sondern wurde nicht getroffen oder hier blieb unversehrt. Okay, habe ich noch nie ausprobiert. Müsste ich mal bei. Psycho-Pokémon sind nämlich immun in der ersten Generation gegen Geistattacken, was aber unlogisch ist, weil das eigentlich sehr effektiv ist. Okay, das muss ich dann mal bei Sabrina austesten. Ob das wirklich stimmt, weil das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, da bin ich mir ziemlich unsicher. Ich weiß nur, dass noch in der ersten Gen KV und Gift gegenseitig noch bei jeweils effektiv waren. Ja, da war es noch effektiv, das stimmt. Aber sonst hat sich. Es hat sich viel verändert. Ich habe das Thema eigentlich schon angesprochen. Ah, okay. Die ganzen Typen und so, Veränderungen im Vergleich zum heutigen Metagame, 6. Generation übrigens. 7. ist denn Coming for You mit Sonne und Mond. Oh, ja. Darüber können wir ja schwitzen. Sonne und Mond, was sind denn so deine Vorstellungen darüber? Ich habe da gar keine Vorstellung. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt tatsächlich eine 7. Generation rauskommt, weil ich hätte mehr für auf ein weiteres Remake gebaut. Nicht jetzt Platin oder sowas, sondern eher für X und Y, also ein weiterführendes Spiel. Z. Ja, ich weiß nicht, Z. Ja, da haben ja viele drüber spekuliert, aber Z finde ich ein bisschen Banane. Also da gibt es bessere Namen, die man dem Spiel geben könnte. Aber das hätte ich schon persönlich cooler gefunden. Zum Beispiel X und Y, oder? Ja. X und Y haben wir schon. Ja, aber das meinst du mit kreativen Namen. Ja, vielleicht hätten sie es auch ABC nennen können. Ja, genau. Pokémon ABC. Ja, genau, ey. Ist klar. Mhm. Oh, Tauros ist ein geiles Pokémon. Ja. Das sieht auch so fett aus von hinten. Das Chanera sieht auch süß aus. Ja. Alter, Blubstrahl, Psystrahl, Hyperstrahl, die Attacken sind in der ersten Generation so geil aus. Und ja auch die Töne dazu. Ja, Hyperstrahl zum Beispiel, ne? Ja. Hyperstrahl zum Beispiel ist ja richtig, richtig krass. Ist geil. Absolut geil. Also du hast doch keine Erwartungen von Sonne und Mond. Absolut nicht, definitiv nicht. Was hast du denn für Erwartungen? Eigentlich auch nicht viele. Also gut, was soll man auch an Pokémon noch groß erwarten, ne? Es kommt immer das Gleiche raus, man ist in einer neuen Region, ja? Und ja, man macht immer das Gleiche, man sammelt nach der Räder Leute Ohren, um die Top 4 zu besiegen. Ja, das stimmt. Dann hast du noch ein paar Bösewichte, die du dann auch besiegen genau. Und das ist ja auch immer ein anderes. Mich würde es einfach mal so ein richtiges. Am liebsten würde ich mir wünschen, einfach mal, wo du alle Generationen spielen konntest. Alle. Oh ja, das wär's. Von Generation 1 bis 6. Einfach, weißt du, so ein ewig langes Spiel. Und dass du dann erst, wenn du eine Region abgeschlossen hast und eine neue kommst, erstmal die alten Pokémon nicht benutzen kannst. Ja, genau. Weil du wieder neu anfangen musst. Aber du hast dann nach der zweiten, sag mal, du bist in Johto fertig und kannst dann aber Ende von Johto auch die erste Generation mit benutzen wieder, die du da benutzt hast. Das würde ich cool finden. Das wäre richtig geil, aber ich glaube, das wird nie kommen. Nee, absolut nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt die 7. Generation erleben. Und dann wird es, glaube ich, ein Remake zu Diamond und Pearl, glaube ich, kommen. Ja, das glaube ich auch. Weil das ist meistens immer so, bis jetzt immer so gewesen. Aber Rubin und Saphir hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre dazwischen waren, bis das wirklich zum Remake kam. Boah, das kann ich dir echt nicht sagen. Auf jeden Fall war es lange. Wann ist das rausgekommen? Letztes Jahr? Letztes Jahr, ja. War es nicht 2015 oder 2014? Ja, nee, 15 war 15. Das. Ich glaub, Anfang 15. Ich glaube, 2003 und 2002 oder 2003 war dann Rubin und Saphir, glaube ich, draußen. Das hat auch schon Ewigkeiten gedauert. Absolut. Anderes Thema, Pokémon Go. Hast du da Interesse dran oder nicht so? Eher weniger. Also mich. Echt? Mich macht es jetzt nicht so sehr an, muss ich sagen. Mit so einem Handy hier rumlaufen und dann ein Pokémon fangen. Das ist. Also ich werde es mir definitiv runterladen, ich werde es auch ausprobieren. Ja, ich finde das einfach mega cool. Mich würde ja interessieren, wie kann man das dann auch für den Let's Player-Kanal irgendwie verwenden, weil was du mit dem Handy machen kannst, ist halt Screenshot. Du bräuchtest schon eine zweite Kamera, um das dann zu filmen, was ja, du da genau, siehst, was du da machst, ne? Das wäre halt das Negative, aber so eine interne Cam und sowas, das wäre schon cool. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so Aufnahmeprogramme für Handy, wo du dann dein Display aufnehmen kannst. Das wäre auch nice. Aber ich glaube, ich bin nur deswegen nicht so drauf fixiert, weil ich denke, die Technik ist einfach noch nicht so weit mit diesen Smartphones. Ja. Das ist so ein bisschen, man hat ja auch schon diesen einen Schweller gesehen mit diesem Bisa Knoss, das sah so laggyhaft noch aus, muss man immer sagen, im Vergleich zu wirklich. Ja, einer Beta meinst du ja, jetzt, ne? Das sieht noch so unfertig aus.
Und das, ja, das sollte dieses Ende dieses Jahres kommen. Also man hat eigentlich schon, ja, ich sag mal so, durch den 3DS schon andere Erwartungshaltungen. Ja, da muss man aber wirklich, wirklich schauen, weil 3DS ist halt nicht Handy, ne? Handy ist immer schlechter. Wenn du jetzt ein Handy auch die Kamera nur benutzt, wie ich das auch für meine Vlogs immer wieder mache, da hast du nicht so eine Qualität, als wenn du jetzt eine Ultra Pro Schieß mich tot Kamera da hast. Also die der Qualitätsunterschied muss ja irgendwo da sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber die nächste Frage ist, jedes Handy ist auch anders, ne? Jedes andere hat ein anderes Betriebssystem. Das ist auch immer so eine Sache. Das vergessen auch viele. Das stimmt. Das könnte auch. PC-Spiele sind schon so mittlerweile so buggy geworden, gerade so neueren mit vielen Bugs versehen. Und da würde ich mal denken, dass Pokémon Go auch schon mit Bugs versehen ist, weil wenn wir zum Beispiel an X und Y denken, du durftest in der einen City ja gar nicht abspeichern. Ohne dass du da ein Speicherproblem hast, da musste man extra noch einen Patch nach runterladen. Also da wäre ich da doch schon ein bisschen vorsichtiger mit so einer Aussage, was man da für Erwartungen hat. Ja. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Deswegen, ich halte mich da lieber zurück. Sehr zurück. Also ich warte erst, wenn es wirklich draußen ist. Da warte ich lieber auf Sonne und Mond, weil da weiß ich, was ich habe. Ja. Ja, aber der Name ist Sonne und Mond. Weißt du, also, an welchem, der ist auch weißt, an welchem gewählt. Weißt du, an welchen Pokémon ich sofort gedacht habe? Erzähl. Sonnenfehl und Lunaschein. Ja, da habe ich auch dran gedacht, als ich Sonne und Mond gehört habe. Das hat ja gar nichts mehr damit gar zu tun. Nichts, es gibt ja Pokémon und du hast die Möglichkeit von den Spielen Pokémon Rot, Blau und Gelb, die du ja auf dein DS raufgezogen hast, die Pokémon zu übertragen. Was eigentlich ganz cool ist, weil dann kannst du auch dein Mew und sowas drüber ziehen, die du per Glitch gekriegt hast. Das habe ich auch gezeigt hier. Das habe ich auch gezeigt. Das den Mew-Glitch? Den Mew-Glitch, ja. Ich glaube, da mache ich auch eine extra Folge, habe ich auch schon rausgeschnitten. Die geht, glaube ich, knappe 3 Minuten oder so, also relativ kurz. Man kann natürlich auch noch andere Pokémon mit diesen Glitches fangen. Es muss ja nicht nur Mew sein. Nee, Gengar, Sichlor und Schieß mich tot. Also gibt es total viele Möglichkeiten. Ja, und das ist halt das Schöne. Alter, eigentlich hat der so eine scheiß Verteidigung, aber der Angriff ist auch nicht gerade der Beste. Bei 29 im Verhältnis? Ist ja auch. Aber ist Gift denn in der ersten Generation noch physisch? Ja. Okay. Heuler auf Level 30. Heuler auf Level 30. da war noch mal irgendwas lustig, wo ich auch noch mal gelacht habe. Was war das? Ja, genau, roten Stock bei Doris auf Level 29. Ach, die erste Gen, ey. Ja, absolut. Total toll. Die war da, also ich spiele auch gerne die Spiele. Ich auch. Also wo ich hier angefangen habe, das Pokémon-Spiel wieder zu zocken, ich habe da richtig Bock gehabt. Gestern 11 Parts aufgenommen, einfach mal so random. Einfach mal random, weil das einfach so fetzt, das Spiel. Weil sagt ihr, das fetzt dann auch noch. Ist auch wieder Lust, oder? Ja, klar. Benutzt du eigentlich den Missigno-Glitch nachher? Den benutze ich für die TMs, weil theoretisch kannst du die TMs ja dir eigentlich auch immer unendlich holen, indem du ja dann Pokémon quasi rübertauscht. Aber wir reden ja hier von einem LP und das könnte ich ja theoretisch als Offscreen ja theoretisch machen. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich dann nur Zeit, die dann unnötig fressen wird, finde ich. Ob's, ja. Es ist jetzt in meinen Augen auch nicht Cheaten, weil der Mewglitch ist ja in dem Sinne ja auch nicht Cheaten. Es ist aber ein Spielfehler, den man halt ausreizt. Was mich interessieren würde, dieser ganze Mew-Glitch, ne, und was man da alles für Pokémon kriegen kann und dieser Missigno-Glitch oder sonst auch, was es für Glitches in Pokémon gibt. Wer hat diese Kreativität und die Zeit? Nein, das ist keine Kreativität. Das sind halt, immer gab ja halt diese Zeit, da sind die ROMs entstanden. Das sind halt, das ja genau. Sind sozusagen der Hacker eigentlich, in dem Sinne. Und die entdecken das ganz einfach. Die entdecken solche Glitches eigentlich. Da ist keiner wegen da. Wegen dem Zahlencode. Genau, wegen dem Code, wegen dem Programmcode, der da einfach geschrieben ist. Dadurch kommt es halt raus. Ah, okay. Weil, das ist ja nicht bei neuen Spielen. Die Bugs kommen ja eigentlich nur durch eine gewisse Spielzeit. Ja? Mhm. Das ist ja einfach so. Und so ist. Hat der mir die Attacke blockiert, der Arsch? Ja, natürlich. Mhm. Und so kommt das eigentlich zustande. Das ist ja auch genauso, wie du zum Beispiel ein Virus auf PC kriegst. Irgendwo müssen ja diese Sicherheitslücken ja auch geschlossen werden. Aber wer entdeckt diese Sicherheitslücken denn? Das sind ja die auch ja. Im Betrieb diese Hacker und das ist ja nichts anderes. Hast du Schneider dabei? Nö. Da oben ist noch eine TM. Die habe ich, glaube ich, schon geholt. Ah, okay. Ich war ja schon mal hier unten. Ich müsste Gengar noch mal weiter trainieren. Ich will ja alle Level 30 haben. Also Glurak ist nicht wunderlich. Warum? Wunderlich, warum Level 37? Ich wollte Schlitzer drauf haben.
Schlitzer ist geil, Volltrefferquote 100%. ja, fast 100%. Fast. Wusstest du eigentlich, wenn du ein X-Treffer machst, dass dann Hornbohrer, Geofissur zu 100% treffen? Nein. Du machst nur einmal wirklich X-Treffer und du triffst jedes Mal mit der Attacke. Okay, nee, das wusste ich jetzt nicht. Ja, genau, Hypnose trifft natürlich nicht, aber Wirbelwind finde ich auch zum Beispiel so eine komische Attacke. Ich habe hier auch gehabt, dass Wirbelwind keine negative Priorität hier hat, ne? Wusstest du das? Wieder so unlogisch. Normal Flug-Pokémon, ne? Und Nachtnebel trifft, obwohl das normales Pokémon ist. Ja, ja, eben, das meine ich ja. Oder was wollte ich jetzt noch sagen? Wirbelwind? Ja, habe ich schon. Irgendwas anderes. Wir können es kurz vergessen. Ich bringe ihn aus dem Konzept. Nein, aus seinem Konzept. Bringst du nicht. Aber wir haben gleich schon den ersten Part wieder voll. Och, Knuddeluf. Ach, wie fandest du eigentlich den Typ Fee, den man jetzt neu eingebaut hat? Ich weiß nicht. Ich finde den ein bisschen... Also ich... Als ich das erstmal drauf gestoßen bin, fand ich den extrem OP, weil ich keine Ahnung hatte, was ist jetzt überhaupt effektiv dagegen und was ist überhaupt nicht effektiv. Ich natürlich leider... blauäugig, wie ich war, ne, mit einem Drachen-Pokémon da reingegangen. Drachenattacke blieb unversehrt. Was? Greif mich mit einer Feenattacke an, bam, tot. Ja, nein, ja, genau. Was ist da los? Ja. Der Drachentyp hätte ruhig schon ein bisschen stärker bleiben können. Also Typ Fee war da schon ziemlich so ein Ding, das hätte man auch lassen können. Klar, es gibt natürlich viele Pokémon, die aussehen wie eine Fee, aber notwendig fand ich das nicht. Genauso, also es wurde ja auch spekuliert, dass es vielleicht einen Soundtyp geben wird. Okay, das ist so. Mir neu. Ja, Krakilo zum Beispiel wäre dann so ein Sound-Pokémon gewesen. Ich glaube, Magnetilo oder Magneton sollten ein Soundtyp sein. Auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein paar Pokémon wären dann ein Soundtyp. Setzt die Pokeflöte ein. Cheater! Warum? Warum? Alter! Ja, weißt du, das ist auch so, diese Gesang trifft schon wieder. Dreimal hintereinander, weil ich bin nur so nicht einmal. Das ist auch so ein Ding, ne? Niemand, also jeder benutzt die Pokéflöte für Relaxo, aber hat nicht im Hinterkopf, dass man die auch im Kampf halt benutzen kann. Aber ich schon. Ja, ich kenne das natürlich auch, ne? Ja. Also wir alte Haudegen, die wissen sowas natürlich. Ich habe dann gesagt, man findet ja noch einen Aufwecker, glaube ich, in einem Pokémon-Turm. Weißt du, was ich gesagt habe? Den verkaufen wir, weil ich die Pokéflöte. Ja, stimmt ja auch in dem Sinne. Also, ja, das stimmt. Von daher... Fandest du die Arena-Leiter hier eigentlich schwierig, wo du es zum ersten Mal gespielt hast? Das allererste Mal? Oh, es ging an Misty, hing ich immer ziemlich lang. Wegen ihrem Starmie, oder? Ja. Okay. Also Major Bob fand ich nicht so problematisch. Hast du einen Boden-Pokémon? Also da hat man ja auch jedes Pokémon gefangen, was man wollte, was man kriegen konnte. Hattest du einen Dickdreh Level 28 gefangen in der Höhle oder Level 30 sogar? Und das hat dann mal die Arena weggerockt, ne? Die Pflanzenarena fand ich überhaupt nicht schwer. Ich fand es eigentlich ab der Pflanzenarena fand ich es eigentlich relativ einfach. Na, ich fand Gift noch ziemlich anstrengend. Warum? Weil die Viecher auch gelegentlich mal Geofissur benutzen, genau. Ja, genau. Explosion benutzen oder Finale und sowas. Ach so, stimmt, der hat ja hauptsächlich Smogon und Smogmog, ne? Genau. Ja gut, aber ich habe mit Gengar natürlich deutliche Vorteile. Ich habe mich auch deswegen noch für Gengar entschieden, weil auch im Pokémon Stadium auch ein Elektroballer oder und wollte aber gerne Explosion einsetzen. Gut entschieden, definitiv. Clever, clever. Das Problem, was ich haben werde, ist, glaube ich, gegen Blitzer und gegen Zapdos. Gerade gegen Zapdos habe ich mir aufgefallen, weil Zapdos, gerade mit Borschnabel und Elektroattacken, da habe ich echt ein Problem. Da hilft mir kein Zacenia weiter. Mit Donnerblitz habe ich ein Problem gegen, Glurak. Komme ich auch nicht durch und ich denke mal, dass auch Dings, dass Zapdos schneller sein wird. Chanera, da habe ich das Borschnabenproblem. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, und Starmie weiß ich auch nicht. Habe ich auch wieder die Elektroschwäche. Also Zapdos ist so ein kleines Problem-Pokémon. Okay. Also ich wollte auch instinktiv zum Beispiel auch auf Mewtwo einfach verzichten, weil das wäre zu einfach gewesen, wenn du mit Mewtwo wirklich da kämpfst. Naja, für den 100er Cup kann man den halt gut benutzen, ne? Ja, aber den 100er Cup fand ich eigentlich nie problematisch. Den habe ich immer mit Leib-Pokémons geschafft. Das war nie das Problem. Ja, die erste Runde, aber die zweite Runde ist wesentlich kniffliger. Ich glaube, da kommt sogar Mew vor, ne? Oder war das schon in der ersten Runde? Ich glaube, ein hat Mew sogar. Ja, ein Mew 100er Cup, letzter Kampf war das, glaube ich. Der hat Mew, ne? Ja. Also auf jeden Fall nicht ohne.